Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Kevin und heute geht's um die Shakun Skiller SGK 3. Das ist im Moment meine Tastatur to go, das heißt, die Tastatur habe ich jetzt seit ungefähr zwei Jahren, ungefähr sowas um den Dreh. Und die war bisher ein ziemlich guter Begleiter. Ich werde, wenn es geht, demnächst noch auf eine Wireless-Tastatur umswitchen, aber ich wollte euch trotzdem nicht, euch nicht missen lassen, was ich von dieser Tastatur quasi halte. Und für diesen Preis ist die Tastatur echt krass. Also mal kurz so als Vorstellung, es ist eine mechanische Tastatur mit eigenen Switches von Shakun, beziehungsweise einer Partnerfirma von Shakun. Und die gibt es halt in drei Varianten, das heißt einmal mit Blue Switches, mit Red Switches und mit Brown Switches. Die sind genauso wie die Cherry Switches, das heißt die Blues sind so clicky Ones, die Reds sind linear und die Browns sind halt quasi was dazwischen. Die klicken nicht richtig, aber haben einen gewissen Widerstand. Diese Tastatur kostet ungefähr 60 Euro, je nach Variante zwischen 55 und 65, glaube ich. Deswegen sage ich jetzt einfach mal 60 Euro. Und die ist auch des Öfteren mal im Angebot, das heißt man kann die auch gut für 50 Euro neu tatsächlich ersteigern. Deswegen, was ich von dieser Tastatur halte. Die Tastatur ist vollkommen RGB beleuchtet, das heißt man kann jede Taste einzeln beleuchten, man kann auch verschiedene coole Animationen dadurch fließen lassen und man kann jede Taste an sich einzeln belegen, das heißt man kann jede Taste auch neu cappen. Und die hat keine Makrotasten, falls Leute das brauchen, aber ich habe diese Tastatur ausgewählt, weil die ziemlich slim ist. Das heißt, außerhalb des Tastaturfeldes, es ist keine TKL, aber anders, außerhalb des Tastaturfeldes, ist quasi nicht viel Rahmen und zum Rahmen, der ist aus Aluminium. Das heißt, man hat für ungefähr 60 Euro eine mechanische Tastatur, die ziemlich gut hält, deren Gefühl ziemlich geil ist, RGB-Beleuchtung und ein Aluminium-Body. Ist schon krass. Also das ist schon eine sehr, sehr gute Qualität. Wie gesagt, hat mich nie enttäuscht, hat immer alles gemacht, genauso wie ich es haben wollte. Die ist relativ schwer, das heißt, die verrutscht auch nicht, egal wie man die hinlegt. Und das ist schon echt cool. Also wenn man eine Tastatur sucht, die ungefähr, quasi unter 100 Euro wert ist, würde ich gar nicht mal oben in der Preiskategorie suchen, außer man will solche Hybrid-Switches haben oder sowas oder von einer speziellen Marke. Aber wenn man einfach nur eine Tastatur sucht, die mechanisch ist und einen gut versorgen soll, dann ist man mit dieser Tastatur auf jeden Fall gut dabei. Also macht euch da mal keine Sorgen, ansonsten schickt sie halt einfach zurück, wenn sie euch nicht gefällt. Das Tastengefühl ist wirklich, wirklich gut. Ich hätte halt am Anfang gedacht, dass das halt dadurch keine echten Cherries sind oder auch keine Switches von so einer krassen, von wegen oder High-Quality-Firma oder Logitech etc. Dachte ich halt zuerst, dass das Klickgefühl irgendwie oder dass das taktile Gefühl einfach fehlt, aber das ist, ich finde es super. Also es ist eigentlich genau richtig für mich. Ich würde die Tastatur auch nur wechseln, weil ich wie gesagt eine Wireless-Tastatur haben will und wenn es geht, dann eine TKL-Version. Das sind die einzigen Gründe für mich, eigentlich eine Tastatur zu wechseln. Wenn die Tastaturen aber in diesem Segment nicht billiger werden, dann bleibe ich auch auf jeden Fall bei der Tastatur. Aber sie ist einfach vollkommen einstellbar. Das mit den Farben finde ich geil. Die Beleuchtung ist wirklich gut. Die ist auch hell, wenn man sie mag. Sie kann man auch dunkler stellen. Die Effekte sind cool. Und sie hat alles, was eigentlich die Tastatur braucht, außer Makrotasten in der Hinsicht, wenn man die unbedingt braucht. Aber ich bin auch gut ohne klargekommen. Ich habe einfach die Tasten, die ich eh nie benutze, einfach umgeswitcht quasi als meine Makrotasten. Und deswegen funktioniert das in der Hinsicht easy. Und da sie halt nicht viel Platz verbraucht, da ist noch genug Platz für eine Maus. Das heißt, ideal eigentlich für jeden Gamer und auch für jeden, der viel schreibt. Sie ist sehr relativ flach tatsächlich. Sie hat keine Handballenauflage. Das könnte man sich quasi extra dazu kaufen. Das fehlt dann natürlich im Gegensatz zu den teuren Modellen. Aber man kann halt nicht alles haben. Deswegen, die Tastatur ist jetzt bis jetzt immer noch eine der besten Tastaturen, die man in diesem Preissegment überhaupt findet. Also ich würde tatsächlich, wenn man nur diese Sachen haben will, nicht unbedingt höher gehen, wie gesagt, außer man will in einer bestimmten Umgebung sein, das heißt nur bei Razer oder nur bei Logitech oder sowas, oder man hat richtig spezielle Wünsche, aber ansonsten ist die Shakun the way to go. Ich meine, was soll man sonst über so eine Tastatur sagen, sie funktioniert, sie hält alles aus, sie ist doch schon des Öfteren mitgekommen, also ja, mehr ist das, kann ich dazu nicht sagen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn man hier über eine Tastatur nicht so viel sagen konnte wie davor. Ansonsten die ganzen technischen Daten, die findet ihr auch alle auf Amazon oder auf der Shakun-Seite. Der Treiber ist auch richtig easy einzustellen. Das ist, ich bin vollkommen fasziniert und vollkommen zufrieden mit dieser Tastatur. Also wenn ihr eine günstige, gute Tastatur haben wollt und auch dieses mechanische Feeling, dann probiert sie auf jeden Fall zumindest mal aus. Danke fürs Einschalten. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst es mich doch irgendwie auf irgendeine Weise wissen.
Ansonsten würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Das würde mich sehr, sehr stark unterstützen und ja, motiviert mich weiter, Videos für euch zu machen. Ansonsten auch danke für den Support bis jetzt. Ja, ich bin einfach happy, das ist mein Hobby und ja, ich hoffe, ich kann euch weiterhin Reviews und Gameplays etc. in der Zukunft bieten. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Hauen Sie raus.